Jam? Ja. Schreib mal M. M. Schrei mal M. Perfekt, klar. Okay, warte, okay. Was geht, YouTube? Was ist jetzt zu dem Scorpion? Ich bin für euch mit Dominik. Was macht Jam nochmal für eine Begrüßung? Yo, Leute, heftig wieder hier oder so. Yo, Leute, heftig. Haptic Rush ist wieder hier und so. Und heute willkommen zu einem neuen Freestyle mit Ingo. Okay, wir machen heute Never Have I Ever oder auf Deutsch. Ich habe noch nie. Und ja. Also wir stellen halt also aus dem Internet. Ich suche jetzt irgendwas. Und wenn man es gemacht hat, muss man die Hand heben. Wenn nicht, dann nicht. Also das ist die spontanste Aufnahme überhaupt. Wir haben keinen Zettel gemacht oder so. Eigentlich sind wir schon 20 Minuten zu spät zum Essen gehen. Ich habe noch eine erste Frage. Ich habe noch nie eine Erektion gesehen. Ja, habe ich. Hä? Klar. Was alles mit was Digga. Bei einem selbst und bei anderen. Easy. Ich habe noch nie nackt vorm Computer gegessen. Nackt vom Computer. Ganz gegessen? Nackt? Nein, ich sitze eigentlich nie nackt vom Computer. Ja, doch schon, aber hat noch nie gegessen. Ich warum, soll ich nackt, warum soll ich überhaupt nackt essen? Ja, Digga, keine Ahnung, Alter. Meine Fresse, Alter. Hallo! Lack Achi, was ist da. Das für ein Handy? Oh. Ich habe noch nie was aus dem Supermarkt gestohlen. Habe ich nicht. Ich auch nicht. Okay, wir sind brave Jungs. Ja. Ja, wir machen so ein Speed Never. Ja, ich habe noch nie gehofft, mein Partner wäre etwas offener in Sachen Sex. Wie, warte mal, ich muss vor umdenken, Alter, was? Also, hast du dir schon mal gewünscht, dass dein Partner etwas offener in Sachen Sex ist? Nee, eigentlich bin ich zufrieden. Ja, okay. Ich habe noch nie einen Partner gehabt, der mich nicht ausreichend sexuell befriedigt hat. Nee. Ich auch nicht. Ich habe noch nie so dringend aufs Klo gemusst, dass ich es nicht geschafft habe. Doch. Ich in die Hose gepisst. Ja, aber nein, nicht so weit, dass ich denken kann halt. Na doch, ich schon. Nee, ich nicht. Ich habe noch nie mit zwei oder mehreren Personen an einem Abend rumgeknutscht. Nee, hab ich noch nicht. Nein. Ich habe noch nie völlig nackt geschlafen. Hab ich schon. Ich habe noch nie jemandem die Füße geküsst. Ja, die warte mal, jetzt muss ich Füße überlegen. Mit Schuhen, nackt Füße nicht. Also sagen wir mal nackt. Doch, Füße. Klar, hab ich. Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, einen Menschen zu töten. Oh doch, gerade erst eben. Ja, Digga. Ja. Ich habe noch nie mehr als 10 verschiedene Stellungen ausprobiert, bei einem, oder wie? Ja, doch, habe ich schon. Okay, ich nicht. Ich habe noch nie etwas im Wert von über 500 Euro kaputt gemacht oder verlegt. Oh, warte. Also eine Sache, die den Wert von 500 Euro hat? Ja, ja. Nee, dann nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich habe noch nie mit einer deutlich älteren Person geschlafen. Nee. Was zählt als deutlich älter? 5 Jahre plus. Ja, nee. Jam ist auch da! Ich hab noch nie mehr Abos als Haptik gemacht. Ich habe noch nie Essensreste in meinem Bett gefunden. Doch, klar, safe. Allein schon Chips oder und so. Salzbrezeln, Digga. Ja, Salzbrezeln bei dir, Digga. Ja, Digga. Ich habe noch nie meinem Partner etwas verheimlicht. Ja, klar. Doch, so die Makrolle reingeschoben, Digga. Nachts einfach. What? Ich habe noch nie in einem Wutanfall etwas zerstört. Hab ich. Ja, safe. Wir haben einen Zocken, Alter. Digga, da habe ich eine kleine aktive Real-Life-Story. Und zwar war das noch in meinem alten Zimmer, Digga. Da habe ich die Tür zugeschlossen, da war ich nur etwas jünger. War ich so wütend, da habe ich den Schlüssel weggeschmissen. Da musste fast die Feuerwehr gerufen werden, weil ich den Schlüssel nicht mehr gefunden habe. War wirklich so, ja. Ich habe dann so gegen die Tür geklopft, mein Vater schon so richtig böse. Oh, was machst du? Und so, und dann habe ich den Schlüssel irgendwann unter dem Bett gefunden. Ich habe was für den Titel. Er schließt sich im Zimmer. Und dann ich so in der Ecke, in so Embryo-Stellung, mit so einem Kreis um mich. Wir können das Thumbnail noch ready machen, ich leg mich da in die Ecke, warte. Komm, film mich. Hast du? Ja. Okay, du kannst ja noch 3 Fragen mitmachen. Wenn du es schon gemacht hast, hilfst du dir an, wenn nicht, dann nicht. Okay, wie hebe ich dir? Ich habe noch nie einen Neujahrsvorsatz tatsächlich eingehalten. Nee, hab ich noch nie. Wie, hast du schon mal einen Neujahrsvorsatz eingehalten? Ja, dann muss ich ja meine Hand heben. Hey! Ich habe noch nie ein Wort gegoogelt, weil ich es nicht wusste, wie man es schreibt. Ja, doch, safe, regelmäßig. Immer. Ja. Regelmäßig, Alter. Jam, hast du schon mal ein Wort gegoogelt, weil du nicht wusstest, wie man es schreibt? Ja, klar. Ja. Jeden Tag. Ich habe noch nie ins Bett gekotzt. Doch, klar. Als ich kleiner war. Soll ich nochmal eine Reader Story kurz rausholen? Nee, Digga. Pass auf, früher, ne, da hat meine Mutter gesagt, rechts steht die Schüssel am Bett, Digga. Ich hab absolut nach links gekotzt ins Bett. Dann hat sie das Bett neu bezogen, dann hab ich nochmal nach links gekotzt. Okay, Jungs, das war auf jeden Fall das Video. Wir waren hier kurz im Hotelzimmer von Heftig, der jetzt irgendwie Stress mit dem Vibe hat, aber da können wir ja nichts für. Ich meine, ist ja nicht unser Problem, dass er nicht richtig geschätzt hat, ne? Und hier gibt's jetzt gleich noch eine kleine Szene. Wenn's euch gefallen hat, lasst uns jemanden positiv werfen. Was ist los? Wir machen noch einen Thumbnail, was? Nein, Digga, du musst das. Und ich mach so. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt ihr, oh, dann bist du nächstes Mal. Tschüss.